Hallo, Freunde der analogen Unterhaltung Guten und Morgen. willkommen zu unserem Brettspiel-Adventskalender, zum doppelten Brettspiel-Adventskalender. Einmal für Unterstützer und einmal für alle. Es ist der 14. Dezember und es Ja. sind nur noch 10 Tage bis Weihnachten, bis zum ungewöhnlichsten Weihnachten, an das ich mich so erinnern kann, tatsächlich. Das ungewöhnlichste Weihnachten Sag ich schon mal als Vorab zu unseren Lebzeiten auf jeden Fall. Ja, Und hier. so als. Pocket Detective im Doppelpack gibt es hier zu ergattern. Ja? Bin schon Und erleichtert, dass es wieso? immer ein Spiel ist, das wir auch haben. Zwar noch nicht gespielt, aber wir könnten es spielen. Nein, Pocket Detective. Ja, von Schmidt Spiele. Ja, eben natürlich, wie ihr euch denken könnt, auch ein Krimi-Rätselspiel, wo er so Fälle durchspielen muss. Hier Fall 1 und Fall 2 gibt es hier einmal für euch. Und da würde ich auch mal sagen, weil es wirklich so eine Riesenwelle an diesen ganzen Detektivsachen sind. Was sind denn das so eure Favoriten? Oder haben wir das bei einer anderen? Ne, da haben wir, glaube ich, was anderes gefragt. Nein, ich würde sagen auch, langsam wird es ja wirklich auch unübersichtlich. Ja, Also ich bin ich ja auch verliere auch jemand, der tatsächlich fast sagt, schon den Überblick. ich ziehe mich dann immer auf Unlock zurück, weil ich finde immer noch am besten. Aber das ist halt natürlich auch, mache ich mir auch leicht, muss ich sagen. Aber es gibt wirklich so vieles. Vielleicht könnt ihr einfach auch nochmal, aber das wäre ganz gut, vielleicht so ein Stimmungsbild abzufragen. Da reicht es ja, wenn ihr einfach nur einen Titel, dürft nur einen Titel nennen. Welcher wäre es dann, wäre es immer noch euer Favorit bei diesen Rätselspielen? Also alle Escape Room-Spiele zählen dazu, diese Krimi-Rätselspiele. Könnt ihr ja mal einfach mal so ein Stimmungsbild Es ist abgeben? erstaunlich, dass da immer wieder neue Innovationen möglich ist. Jetzt zuletzt bei Micro Macro passiert mit Crime City. Mag sein, Das dass zählt es auch mit da dazu, Pocket ja. Detective auch passiert. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Wir sind immer noch nicht müde. Ich finde es auch tatsächlich in diesen, viele von diesen Detektivspielen sind halt, zumindest wenn sie beide Parteien besitzen, auch sehr gut über Zoom und ähnliche Dinge zu spielen, weil man halt da irgendwie zusammen rätselt und knobelt. Ich glaube Mikro, auch. Makro ist ein bisschen schwierig über Zoom. Ja klar, aber wenn es beide haben, Ja, ja, dann dann schon. kannst du. Ja, okay. Aber ich meine so dieses klassische Krimi-Zeug. Also schreibt mal, was ist euer Favorite, eure Empfehlung, euer Krimi-Geheimtipp? Raus damit. Und für Unterstützer gibt es einmal ein The Fleet Dice Game. The Fleet Dice Game kenne ich auch noch nicht, aber ich kenne The Fleet. Das ist dieses Spiel, wo man hier so in kalten Gewässern, jetzt habe ich ein Stück Tesa am Finger, Ja, in von so kalten Eagle Gewässern Griffin, ja. herumschippert und es hat natürlich. Ungewöhnliches Schachtelformat für Eagle Griffin. Extrem schöne Custom Dice. Das habe ich halt auch nicht, ja. Sehr klein. Sehr kleines Eagle Griffin Game. Aber es gibt tatsächlich noch was für Unterstützer. Und zwar ein Uwe Rosenberg Spiel, ein Sagani. Bei Skellig ist es erschienen. Dazu wird es auch bald ein Video geben oder vielleicht auch jetzt sogar schon gegeben haben. Werde ich auf jeden Fall vorstellen. Geht so ein bisschen in die Richtung von Nova Luna. Von der Ja, Mechanik her. auf jeden Fall. Genau. Ja, also wer das kennt, der weiß schon, was ihn hier so ungefähr erwartet. Und da müsst ihr gar nichts machen, außer Unterstützer sein. Klar. Wir bedanken uns natürlich für die Unterstützung und hier vielleicht nochmal kurz der Hinweis in eigener Sache, dass ja jetzt parallel gestartet sein müsste die Unterstützerkampagne für die Berlin Brettspielcon. Wie wir ja auch schon gesagt haben, das ist eine eigene Veranstaltung, ist jetzt nicht Hunter und Kron, aber wir sind natürlich fest oder eng verzahnt. Deswegen wollen wir das natürlich auch gerne unterstützen und natürlich unterstützt in dem Fall auch die Hälfte von mir, von was ich so mache und Alex und natürlich Andreas, die uns hier im Hintergrund auch viel supporten bei Hunter und Kron. Und ja, schaut doch Ganz da genau. auch nochmal rein, Spieleschmiede oder wenn ihr Tickets habt, könnt ihr die auch, habt ihr Gutscheine dafür bekommen für die ausgefallene Veranstaltung und könnt dann im Ticketshop auf berlincon.de auch das umtauschen in diese Unterstützung. Gibt es tolle Sachen übrigens auch, ja, von uns auch. King of Tokyo, Monster, Hunter und Kron, Mecha Hunter und Kron, King Kron, das wird super. Es wird Ja, super, das wird auf jeden super, Fall. ja. Ja. Also auf jeden Fall schaut da mal rein. Das freut uns natürlich auch. Aber ja, danke natürlich auch an alle, die jetzt bei uns mit dazugekommen sind. Ganz genau. Ja, wir hoffen, Passt ihr auf euch habt auf, viel spielt schön. Spaß hier Ja, und wir sehen genau. uns. Ne? Bleibt Bis zu dann. Hause, bleibt gesund und bis bald. Ciao. Tschüss.